mission completed. I made it, we won't be defeated. You seen it, we did it, even with weapons depleted. Galaxy defenders, don't act like you don't remember. Taking contenders and proving they only pretenders. Ladies and gentlemen, boys and girls. I'm back in black to protect the world. Moins, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl. Ich begrüße euch zum 24. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Es ist das Topspiel, der Tabellenfünfte. Die Wölfe empfangen den Tabellenersten, den ungeschlagenen Tabellenführer, den FC Bayern München. Und ja, man stellt sich die Frage, wie sollen die Wölfe schaffen, nicht gegen diese Bayern zu verlieren? Die am letzten Spieltag, ja, die Schalker doch dezent nach Hause geschickt haben. Für die Schalker war es sowieso eine schlechte Woche. Erst 1-6 zu Hause verloren und dann in München 1-5 auf den Hut bekommen und kein Tor selber geschossen. Das eine Tor, was die Bayern als Gegentor gekriegt haben, war ein Eigentor von Rafinha. Ja, und die Wölfe haben zuletzt 2-6 auf den Hut bekommen von Hoffenheim. Also da stellt sich die Frage, wie sollen es die Wölfe schaffen? Selbst der Manager Klaus Allofs glaubt nicht da richtig dran. Müssen Mut zeigen, aber er glaubt an eine hohe Niederlage. Was dadurch untermauert wird, dass die Bayern, also wie gesagt Pep Guardiola, auf alle Spieler zurückgreifen können. Er hat das volle Kontingent. Ribéry sitzt erstmal auf der Bank, aber sonst sind alle angeschlagenen Spieler wieder fit und können spielen. Also, ich bin mal gespannt. Ja, Leute, ich bin zurück. Ich hoffe, dass die Folge rechtzeitig hochkommt, denn es ist kurz nach 4 Uhr morgens. Ich bin vor einer Stunde nach Hause gekommen. War schon geil, der Urlaub. Und ja, ich bin wieder fit. Ich bin frisch. Ich habe Lust. Ich bin juckig. Ich will unbedingt spielen. Und ich hoffe mal dafür, dass es die erste Partie wird, dass es nicht so schlecht wird. Ich habe ja das einigermaßen mitverfolgt. Was da jetzt abgegangen ist, leider kamen die letzten Folgen nicht so aktuell. Aber ja, Schalke hat halt verloren leider. Dortmund hat wie gewohnt gewonnen. Leider ist Eintracht Frankfurt auch ausgeschieden durch ein 3-3 zu Hause in der Europa League. Ist ein bisschen ärgerlich, aber machst du nix. Ja, und die Bayern haben wieder souverän gewonnen. Und ja, eine Überraschung gab's. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hamburg hat zu Hause im ersten Spiel gegen Dortmund 3-0 gewonnen. Damit habe ich nun wirklich gar nicht gerechnet. Oh, und die Bayern sind ja noch nicht ganz wach. Götzinho. Ah, schöner Doppelpass. Schöner Doppelpass und Götze läuft. Götze hat er auch getroffen beim 1-0 der deutschen Nationalmannschaft unter der Woche. Beim glücklichen 1-0 gegen Chile. Chile war wirklich die bessere Mannschaft, es war ein Duselsieg. Da hat Götze auch getroffen. Ja. Sah ein bisschen schlecht aus. Mal sehen, wie sich hier die Bayern schlagen. Schweinsteiger war auch nicht so gut, hat auch keine gute Rolle gespielt und ja, ich bin mal gespannt. Aber ich rechne mal mit einem Sieg der Bayern. Also das... Ich weiß gar nicht, wer will die Bayern überhaupt schlagen? Wie will man die Bayern schlagen? Also die Gegner trauen sich gar nicht so viel zu. Weil die auch wirklich unschlagbar wirken. Also das ist... Ich bin echt mal gespannt, ob die Bayern die Saison mal verlieren können oder eher nicht so. Groß konnte gestoppt werden von Naldo, schade. Ja, der Urlaub hat mir echt gut getan. Es war eigentlich nur eine Woche geplant, aber ich habe es dann einfach mal um eine Woche verlängert. Ja, ich hatte es aber nötig nach der ganzen stressigen Zeit. Ich hoffe mal, dass die Videos einigermaßen ja, okay waren, dafür, dass sie nicht so aktuell waren und dass sie recht pünktlich kamen, denn ich habe sie nicht freigeschaltet. Hat man eine bessere Hälfte für mich erledigt. Mario Mandzukic. Tor. Ja, schönes Ding. 1-0 für die Bayern in der 14. Spielminute. Ja, es geht schon richtig los. Klaus Allofs Vermutung wird sich wohl bewahrheiten. Man sieht hier, gute Aktion. Ja, ins kurze Eck. Und schon steht 1-0. Das ist bitter für Wolfsburg, so früh hinten zu liegen. Und dann gegen so einen routinierten FC Bayern. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt zurück. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen zocken, denn pennen kann ich nicht. Ja, da wurde ich gefoult. Das war nicht schön. Da sieht man es nochmal. Springt er in den Torwart rein. Ja, super. Neuer war noch der Beste am Mittwoch.
Die Deutschen müssen in Form kommen. Mal sehen, ob sie es hinkriegen. Mist. Wollte ich einen Doppelpass machen? Wurde nichts draus. Ja, der Urlaub hat mir echt gut getan. Oh nein. Der Urlaub hat mir echt gut getan, muss ich wirklich sagen. Die Pause war richtig cool. Ich habe leider ein bisschen was verpennt, also ich glaube, ein paar Geburtstage habe ich verpasst. Aber ja, gut. Kann passieren. Muss ich nachträglich noch auf Facebook gratulieren. Ja, der war schlecht. Ja. Aber war echt eine coole Zeit und war am Anfang ein bisschen stressig. Die Zugfahrt dauert knapp 7 Stunden, das ist nicht so geil. Ja, die Rückfahrt war jetzt auch so knapp 7 Stunden und die war aber chillig, weil was eine Nachtfahrt war und da hast du dann Ruhe. Da sind nicht so viele im Zug. Ja, tagsüber ist es natürlich anders, da geht dir hin so Kunst auf den Keks. Hatte ich ja eine Hinfahrt. Opa setzt sich neben mich, muss mir dann erstmal eine Kriegsgeschichte erzählen. Sehr gerne, so wenn die erstmal am Reden sind, wie ein Wasserfall. Schlimmer als eine Frau. Ja. Das ist echt heavy. Ja, neuer. Ich sollte nicht so viel labern, das ist mein erstes Spiel jetzt. Eingespielt bin ich noch nicht so, aber ich hab's noch ein bisschen drauf. Richtig Nubi bin ich denn doch nicht. Aber ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Ich habe jetzt auch mitbekommen, irgendwie soll jetzt, ich weiß gar nicht, also da ich ja nicht mehr in der Schule bin, weiß ich nicht mehr genau, wann, was, wo ist, aber irgendwie sollen jetzt Ferien sein, wo genau in Deutschland, weiß ich nicht. Ob sie schon vorbei sind, weiß ich auch nicht. Bin ich mal gespannt, scheiße, Thiago fällt den Ball. Ich hoffe mal, dass ihr gerade Ferien habt. Ich weiß gar nicht, ja, wo ihr herkommt, wo jetzt Ferien sind. Ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, wo Ferien sind oder ob da noch Ferien sind. Und nein, boah, das war knappi. Ja, ob da noch Ferien sind und wie ihr die Ferien so verbracht habt. Man hat mich sowieso jetzt Ferien. Boah, eigentlich sind es so Aprilferien, so wie ich das gewohnt, aus meinen Erinnerungen. Aber ja. Das freut mich schon auch einige von euch. Jetzt, wo das Wetter besser wird, passt das ja mit der Ferienzeit. Na? Da kann man die Ferien gut genießen. Puh. Bin auch irgendwie gar nicht müde. Bin gespannt, wann ich heute pennen gehe. Vielleicht um 10 oder so. Erstmal bis abends pennen. Krieg einen geilen Rhythmus rein. Juhu, freue ich mich drauf. Oh nein. Also, obwohl. Scheiße, verpasst ich mit Fußball. Na egal. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen arrogant. Ja, Bayern gewinnt ja eh. Also. Oh, Raffi. Oh Gott. Raffi wird gestoppt von Ritchie. Der Ritchie stoppt den Raffi. Scheiße. Oh. Thiago. Alarm. Mist. Ah, toll. Dann reagiert er nicht. Oh, jetzt können die Wölfe kontern. Die Bayern sind wirklich sehr offensiv. Au, oh, das war aber eigentlich ein Foul. An Mandzukic, wurde nicht gepfiffen. Guter Pass von De Bruyne, der noch nicht so richtig angekommen ist. Einfach, dass er so teuer war. Alter, ist er nicht. Nein, 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 nein. Der war scheiße geklärt, Alaba. Oh Gott. Ja, die Bayern wirken nicht so ganz souverän. Das muss ich wirklich sagen. Trotz der Führung. Haben sie so ein bisschen ihre Probleme. Aber Wolfsburg ist jetzt nicht so die Mannschaft, die die Bayern wirklich so schwer unter Druck setzt, dass... Ja. Ist da was passiert? Dafür sind die Bayern noch zu souverän. Außer der Pass war wirklich unterirdisch von... Boateng. Ah, das war... Hallo? Oh, geht's jetzt wieder los mit dem inkompetenten Schiedsrichter? Das habe ich ja richtig gerne. Wow. Okay, jetzt musste Neuer sich mal auszeichnen. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass der Schiri so ein bisschen inkompetent war. Mandzukic. Mandzukic. Pfosten. Scheiße. Nein. Ah, puh. Ja, noch eine gute Chance durch Mandzukic. Ja. 1:0. Verdient. Hat ein bisschen glücklich.
Ja, guck dir das an. Chancen 5 zu 1. Ja, komm, die haben mehr Ballbesitz da. Scheiß der Hund drauf. Ein bisschen ungewohnt für die Bayern, aber ja, die Bayern führen. Und Wolfsburg ist dezent ungefährlich. Also, man muss wirklich sagen, Neuer ist mal wieder ein bisschen beschäftigungslos. Schön auf Robben. Robben flankt gut rein. Nein, puh. Aber ich glaube, da muss ja, Bayern muss noch was Neues bringen. Also ich werde gleich mal Ribéry bringen. Auf den habe ich auch wieder Lust. Freue ich mich auch schon drauf. Mandzukic arbeitet gut nach hinten. Ja, da muss ich auch zeigen, denn Lewandowski kommt ja. Und ja, Bayern wird sich nur ja, gering verstärken. Ich schätze mal, in der Defensive wird noch was kommen, aber sonst eher nicht so. Die Wolfsburger lassen sich hinten reindrängen. Das ist auch nicht so gut gegen die Bayern. Mann und Maus zu verteidigen, das bringt nicht viel. Irgendwie kommen die Bayern dann doch durch. Also ich werde es aber glaube ich auch mal wechseln. Das ist. Ich muss mal Ribéry reinbringen. Götze kommt in die Mitte, Kroos dafür raus. Schweinsteiger kommt für Rafinha, Lahm geht auf die Rechtsverteidigerposition. Ja. Denn die sollen auch ein bisschen Spielpraxis kriegen. Für die wichtigen Spiele, die jetzt anstehen werden. DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FCK. Dann vorher natürlich noch das Spiel gegen den FC Arsenal, das Rückspiel. Wir haben wieder mit 2 Toren Vorsprung gewonnen. Aber Arsenal kann wieder rankommen. Man hat gesehen, im letztjährigen Rückspiel wurden sie richtig gefährlich. Also die sollte man nicht unterschätzen. Oh Gott, mir fehlt was. Nein. Nein, 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 nein. Aber gut geklärt von Boateng. Robin. Schickt Lahm. Philipp Lahm lässt sich den Ball abnehmen. Bisschen unklug. Ah, Schweini macht das gut. Die Bayern stehen sehr hoch. Also sie drücken, sie wollen. Ribéry mit der Reingabe. Die war aber zu schlecht. Erster Ballkontakt für Ribéry. War jetzt nicht so optimal. Aber er muss halt noch reinkommen. Ne? Er war verletzt. Da kann man nicht gleich wieder auf 100% sein. Und Robben, gut, du warst auch verletzt, aber der Pass war nicht so toll. 1 zu 0 ist ein knappes Ergebnis. Bayern sollte echt zusehen, dass sie das Ergebnis noch ausbauen. Denn so ein 1 zu 0 ist gut und schön, wenn man dann am Ende gewinnt. Aber das kann auch in die Hose gehen. Man sieht's. Scheiße. Ja, aus dem Nichts. Boah, Gott. Da ist es. Da ist es. Es ist der Ausgleich nicht gerade verdient, aber das ist im Fußball egal. Ne? Naja, toll. Da kommen so eine Pässe. Das ist ja herrlich. Ja. So, jetzt müssen die Bayern aber mal zusehen. Also jetzt müssen sie den Druck erhöhen. Schlagzeug. Oh Gott, Ribéry macht jetzt nicht gerade eine gute Figur. Ja, Dante knüppelt einfach nach vorne. Oh Gott. Also Ribéry ist irgendwie gerade so ein bisschen, weiß ich nicht so präsent, wie er da sein sollte. 9-2-1 wäre für die Wölfe natürlich richtig gut. Oh, jetzt machen die Wölfe mehr Druck. Sie riechen, dass da jetzt was zu machen ist. Ach Mann. Nee, das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Das wäre so ein Kopfball-Scheiß. Toll, ich mach mal kein Kopfballtor und schon fange ich mal jetzt. Hallo? Der hat mich jetzt ausgeköpft. Oh Gott, jetzt geht's wieder mit dem Schiri los, ey. Der gelitten hat. Noch eine Ecke oder was? Nee, wollte ich gerade sagen. Also, jetzt reicht's. Ja, genau. Oh Gott. Lass mich verarschen. Kommt er genau durch? Nein. Lahm. Das gibt's nicht. Ich bin jetzt irgendwie raus aus dem Konzept. Ja, Olic, Milojevic, oh. Also irgendwie ist Thiago bei mir auch gerade so ein bisschen, weiß ich nicht.
De Bruyne. Oh Gott. Robben. Mandzukic. Frank Ribery. Ach nee, ist Götze. Götze, nein. Alter, boah, das gibt's nicht. Deren Flanken klappen, aber meine jetzt nicht mehr, oder was? Kann's auch nicht sein. Boah, ey, ich hatte den Ball doch. Nein. Ja, super. Jetzt mucken die Wölfe auf, ey. Das kann doch nicht sein. Alter, das gibt's nicht. Nee. Damit bin ich echt nicht zufrieden. Alter Falter. Wie die reinknüppeln. Jetzt auf einmal. Das gibt's nicht. Puh. Alter. Deine Nein. Oh Gott, jetzt kontern die hier. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Mandzukic. Ja, Mandzukic. Robben. Oh nein, der war schlecht von Robben. Aber wenigstens mal einen Anfang. Aber die Bayern erhöhen die Schlagzahl. Was war das denn jetzt? Was war das für ein Pass? Das kann's doch nicht. Jetzt komme ich hier plötzlich nicht mehr durch, oder was? Oh Gott, jetzt passt er zu spät. Oh, jetzt habe ich die Seuche. Das gibt's nicht. Nur ein 1:1, das wäre richtig bitter für die Bayern. Schweinsteiger. Götze. Ribery. Franck Ribery. Mit der Flanke. Mist. Oh Gott. Und die Bayern hängen wieder fest. Sie kommen nicht mehr durch. Das machen Druck. Aber es klappt nicht mehr. Und? Nein. Die Wölfe können noch retten. Das gibt es nicht. Ah. Super. Ja, das Spiel endet überraschenderweise 1:1. Das ist richtig bitter. Wenn man sich mal die Chancen anguckt. Die haben 2, ich habe 6. Ah Gott, und durch eine Flanke einmal nicht aufgepasst. Ja. Ärgerlich. Machst du nix. Wäre eine Haushalt, wäre wirklich eine richtige Überraschung. Wenn die Wölfe unentschieden spielen würden gegen die Bayern. Würde natürlich Matthias Sammer aufregen und Pep Guardiola natürlich auch. Ja, ich tippe aber mal auf einen deutlichen Sieg der Bayern. Das Spiel wird 3:1 für Bayern ausgehen. Ich bin mal gespannt auf eure Tipps. Schreibt sie in die Kommentare. Schreibt, wie ihr so die Ferien verbracht habt und ob die Ferien bei euch schon vorbei sind. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön und sportlich bleiben. Reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.